willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich möchte euch heute nochmal ein Boot vorstellen, und zwar ein kleines Review über den Prion Marlin Preliat. Das Boot habe ich die ganze letzte Saison gefahren, also das ganze Jahr 2018, und konnte damit schon dementsprechend Erfahrung sammeln und möchte die gerne an euch weitergeben. Ich finde diese Videos von Eignern über ihre Boote wirklich sehr hilfreich bei der Kaufentscheidung oder beziehungsweise bei der Vorab-Auswahl, welches Boot in Frage kommen könnte. Denn die Videos der Hersteller sind meiner Meinung nach immer nur Werbevideos und sollen den Verkauf ankurbeln. Okay, das ist total legitim. Deshalb finde ich eigentlich diese Videos von Bootsbesitzern, wenn sie nicht gleich direkt nach dem Neukauf kommen und erst eine Erfahrung gesammelt haben, sehr hilfreich. Ja, ich werde euch in dem Video das Boot vorstellen, was zu den Eigenschaften sagen, zu den Maßen allgemein. Ein, zwei Kritikpunkte noch erwähnen und dann bin ich gespannt, wie es euch gefällt. Also, bleibt dran. Meine ersten Runden mit dem Marlin drehte ich im Pool auf der Bootsmesse Boot und Fun 2017 am Stand der Kajakprofis. Kleine Anmerkung am Rande. Der Toni von den Kajakprofis fragte mich zu einem späteren Zeitpunkt im November 2018, ob ich mit ihm ein Video machen möchte, wo ich den Marlin auch nochmal auf deren Kanal vorstelle. Das machte ich natürlich gerne, da ich inzwischen eine Menge über das Boot wusste. Aber nun zum Marlin hier. Ich merkte sofort, das Boot passt super. Fühlte mich gleich wohl und konnte schon erahnen, dass ich mit dem Kajak eine Menge Freude haben werde. Anfangs hier noch ein bisschen verhalten, aber das legte sich in ganz kurzer Zeit. Wirklich, das Vertrauen in dieses Kajak stieg sekündlich. Ich drehte dann noch ein, zwei Runden im Pool und machte noch ein paar Wendemanöver. Auch hierbei verhielt sich der Marlin tadellos. Das Vertrauen wurde größer und selbst ein vorsichtiges erstes Ankanten mit dem Kajak gelang mir sofort. Natürlich sehr vorsichtig, denn ein Bad vor Zuschauern, dazu noch ohne Wechselwäsche, galt es zu vermeiden. Das Lächeln im Gesicht wurde immer breiter und so war für mich klar, hier ging es wirklich nur noch um die Farbauswahl. Naja, nicht wirklich. Grün ist bei mir in den letzten Jahren zur Pflicht geworden. Kleiner Tipp, auf Bootsmessen lassen sich auch tolle Rabatte rausschlagen. Und so machte ich den Kauf hier perfekt. Im Februar 2018 konnte ich mein Boot dann abholen. Habe dann noch auf schönes Wetter gewartet und dann ging es zur Jungfernfahrt auf die Havel. Auch zu sehen auf meinem Kanal. Kommen wir nun zu den Maßen. Prion gibt zum Beispiel ein Paddlergewicht von ca. 90 Kilo an. Meiner Meinung nach sind auch 110 Kilo kein Problem, wenn man ins Cockpit passt. Das Gesamtgewicht von 140 Kilo ist nicht gelogen. Gewichtsangaben bei Prion bedeuten, dass das Boot auch mit 140 Kilo insgesamt Zuladung, also Fahrer und Gepäck, noch super zu steuern ist. Zum Beispiel bei der Firma Wilderness kann man bei der Gewichtsangabe immer noch das Bootsgewicht mit einbeziehen. Das heißt, wenn 160 Kilogramm angegeben sind, dann setzt sich das Gewicht zusammen aus Boot, Zuladung und Paddler. Die weiteren Maße betragen 5,30 Meter in der Länge, 58 cm in der Breite, eine Cockpitluke von 88 cm Größe sowie ein Gewicht von ca. 23 kg. Kommen wir zu den Eigenschaften. Bei einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihm fürs Tempo einen 9 geben. Beim Geradeauslauf eine 10, Wendigkeit eine 7, Anfangsstabilität eine 8, Endstabilität eine 9. Zur Rumpfform lässt sich sagen, hier kommt wieder der von Prion so beliebte Knickspann zum Einsatz. Auch für mich ist das eine super Bootsform,
weil sie sehr stabil im Wasser liegt und dem Boot immer noch sehr schnelle Fahreigenschaften verleiht. Ein weiterer Vorteil vom Knickspant ist, durch seine schrägen Seitenflächen, gerade bei großen und schweren Jungs wie mich, je tiefer das Boot im Wasser liegt, desto breiter ist die Auflagefläche im Wasser, wodurch der negative Effekt vom Kipplichkeitsempfinden eines höheren Schwerpunkts kompensiert wird. Ja, hallo, abschließend als Fazit zu dem Boot kann ich euch noch sagen, erstmal noch eine kleine Empfehlung hier in der Kanu-Zeitung, Ausgabe 2 April 2013. Ist auch nochmal ein sehr guter Bericht über den Marlin drin, wo er auch noch gegen zwei andere Boote antritt und sehr gut dabei abschneidet. Als bester Allrounder. Und das kann ich nur bestätigen, ist wirklich ein Top-Allrounder mit einem sehr hohen Zuladungsmaß, geräumigen Cockpit. Also auch große Leute wie ich, bin 1,86 groß, habe ungefähr 100 Kilo Gewicht. Ein Top-Boot, man kriegt wirklich sehr viel unter. Wünschenswert wäre vielleicht noch eine Luke hinterm Sitz, eine kleine Extra-Luke, um das Gepäck ein bisschen besser noch trennen zu können für große Expeditionen. Also, da hatte man zum Beispiel bei dem Wildernis-Tsunami, hatte hinterm Sitz nochmal ein schönes Fach, wo die ganzen Kochutensilien Platz finden. Und das war mal organisatorisch sehr schön. Also wie gesagt, ich kann das Boot nur voll empfehlen, vor allem Leuten, die sich auch sportlich ein bisschen noch verbessern wollen und nicht gleich nach dem ersten Jahr sich ein neues Boot kaufen wollen. Man hat mit dem Boot wirklich lange Freude und kann sehr gute Touren damit machen. Ja, ansonsten ist dem nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich finde es super schön von der Optik, die Metallic-Farben, Orange, Grün und Weiß, glaube ich, wird es angeboten. Ich hatte es in Grün. Finde ich super klasse. Auch die Bootsform gefällt mir sehr, sehr ansprechend, das Design. Aber das ist, wie gesagt, immer Geschmackssache. Gibt eigentlich nicht sehr viel mehr dazu zu sagen. Also wenn ihr Interesse an dem Boot habt, guckt es euch selber an, macht eine Probefahrt und ich muss sagen, top Boot, ich kann es euch nur empfehlen. Daumen hoch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal wieder einschaltet. Lasst einen lieben Kommentar da, darüber freue ich mich wirklich immer super. Oder auch Kritikpunkte, was euch nicht gefällt an dem Video, könnt ihr natürlich auch sagen. Nur so kann man sich verbessern. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Werden sicherlich jetzt noch bald ein paar Videos kommen. Die Saison geht ja wieder los. Sind auch schon ein paar Touren geplant. Also bis bald, euer Steppe. Ciao.